Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem Return to Ravnica Display Unboxing. Ich werde es diesmal in drei Parts machen, jeweils 12 Booster. Ja, ganz ehrlich, wer hätte es gedacht, ich bin mal wieder erkältet. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Grund dafür ist, ich war gestern Cabrio fahren, der Cobra, voll geil. Ja, war so ein einmaliges Event, wo ich so einen Geburtstag bekommen habe. Hammer geil. Stundenlang auf der Straße rumgedüst. Ja. Problem halt nur, wenn man das halt Sonnenstund macht oder so, irgendwie, ja, erkältet man sich leicht und ich habe es natürlich geschafft. Ja, ich würde auch sagen, ich fange jetzt mit den ersten 12 Boostern hier mal an. Super. So, die Comments werde ich jetzt nicht alle kommentieren. Die seht ihr ja. Ja, Giant Growth zum Beispiel hatte ich noch in dem Fat Pack. So, dann haben wir hier die erste Ankommen. Moment, ich muss da gerade noch Platz machen neben dran. So. Security Blockade für 3 Mana. Landverzauberung. Ja, wenn die ins Spiel kommt, kriegt man 2-2. Weißen Knight Kreaturenspielstein mit Vigilance und das Land hat man kann einen Schaden verhindern. Ist auch eine ganz gute Karte, kann man auf jeden Fall mal spielen. Dann Assassin's Strike für 6 Mana eine Kreatur zerstören, eine Karte abwerfen. Also der Gegner, da kommt ja meistens finde ich jetzt nicht so gut. Dann Bloodfray Giant, ja, auf jeden Fall für ein Limited Turnier sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall. Dass man ein rotes Deck spielt, das stellen muss. Oh, ein Loxodon Nidor. Den hatten wir gestern auch schon. Ja, für 3 Mana eine 3-3 Kreatur, die ich nicht gecountert kann. Und wenn man die Karte abwerfen müsste, kann man sie stattdessen einfach so ins Spiel bringen. Finde ich cool, die Karte. Für ein Madness Deck oder so auch sehr geil. Und das hatten wir zum Beispiel auch noch nicht. Brachioning Augur Spree hatten wir auch noch nicht. Cremate hatten wir auch noch nicht. Dann haben wir hier die erste Ankommen. Celestia Reaper. Für 4 Mana und 4, 2, 3. Bäh. Für 4 Mana eine 4-2-Kreatur, wenn ins Spiel kommt, wirft. Ne, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Dann haben wir hier den Dread Mangler. Hatten wir auch schon. Oh, da haben wir ihn wieder. Bloodfray Giant und Havoc Festival. Ja, da klingelt ein Wecker, das ist natürlich super. Für 6 Mana, Spieler können kein Leben kriegen und am Anfang von jedem Zug, von jedem Spieler, verliert er. Verliert er die Hälfte seiner Leben. Ja, kann man spielen vielleicht, auch in einem Highlander. Finde ich jetzt aber nicht so sonderlich gut. So, was ich unbedingt ziehen will, eine Hallowed Fountain. Dieses Schock-Duel. Ich hoffe, der Weg hört jetzt endlich mal auf. Damit Düner Charge. Er klingelt und klingelt und klingelt. Ja, dann haben wir hier die erste Ankommen. Tavernswindler für 2 Mana, 2-2 Kreatur. Das ist dies mit dieser Münze werfen. Man muss einen Tappen für 3 Leben. Wenn man den Flip gewinnt, kriegt man 6 Leben. Halte ich überhaupt nichts davon. Dann Skymark Rock. Für 4 Mana, 4-3 Kreatur. Wenn der angreift, kann man eine Kreatur mit Verteidigung 2 oder weniger vom Gegner zurück auf die Hand bringen. Ultimate Prize für 2 Mana eine Monocolored-Kreatur zerstören. Und dann haben wir hier Carnival Hellsteed für 6 Mana eine 5er Kreatur mit First Strike und Eile und Unleash. Und da haben wir eine Foil. Ui. Ein Mercurial Chemist für 5 Mana 2-3. Foil Rare. Für ein blaues und den Tappen kann man 2 Karten ziehen. Für ein rotes in den Tappen werfen eine Karte ab. Und er macht so viel Schaden.
wie die abgeworfenen Mana-Kosten von der Karte sind. Ja. Lustiger ist, Misprint, seht ihr bestimmt. Guck mal, schau mal hier den Rand an und schau mal hier den Rand an. Da könnte sogar ein bisschen einiges mehr an Wert sein. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Karten nicht gescheit geschnitten werden. Früher waren die dann ziemlich viel wert mal. Ja, wie das bei den jetzigen Karten ist, weiß ich nicht genau. So. Race Curse Fury. Oder Fury. Also Landverzauberung. Wenn man das Land verzaubert, kann man eine Kreatur damit Eile geben. Dann Thrill Kill Assassin für 2 Mana, eine 1-2 Kreatur mit Death Touch und Unleash. Und dann Teleportal für 2 Mana, für ein blaues und ein rotes. Da kriegt eine Kreatur, plus 1, plus 0 und ist unblockable diese Runde. Und für Overlord kosten 5, kann man auf jeden Fall auch spielen. Ui, dann haben wir hier die erste Karte, die aus diesem Set bekannt war. Jarrad, Golgari, Lichlord. Für 2 schwarze, für 2 grüne, eine 2-2-Kreatur. Mystic. Der kriegt plus 1 plus 1 für jede Kreatur im Friedhof. Auf jeden Fall schon mal ganz ziemlich stark. Je nachdem, in welchem Deck man spielt. Man kann eine Kreatur opfern für 3 Mana. Und jeder Gegner verliert so viel Leben wie die Stärke der Kreatur war. So rum ist leicht gesagt. Oder man kann einen Swamp oder Forest opfern und dann den Jarrad vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ist auch ein bisschen was wert, dürfte ein paar Euro wert sein. Ich glaube 5 € oder so. Kann aber auch sein, dass er mittlerweile ein bisschen gefallen ist. Weil es wollen ja viele Leute, wenn die Edition rauskommt, ihre Karten verkaufen. Und deswegen fällt er auch oft im Preis. Ja, dann haben wir hier. Ja, Skullrent hatten wir auch schon. Jetzt haben wir wieder einen fetten Stapel Commons, den ich auch auf Magic-Anmarkt deinserieren werde. Minotaur Aggressor. Oh, das fehlt jetzt noch so die Gegner, da müssen wir voll dabei sein. Für 7 Mana, 6-2-Kreatur mit First Strike und Eile. 6-2 First Strike ist halt böse, wenn man sie mal rauskriegt. Ja. Rock's Passage. Haben wir gestern auch schon. Just Familia. Da sehe ich was hinten dran. Für ein blaues oder ein weißes, eine 1-1-Kreatur mit Flugfähigkeit. Man kann sie opfern. Instant oder Sorcery Condor, wenn der Gegner nicht 1 bezahlt. Auf jeden Fall auch eine coole Karte. Und da haben wir sie, die Hallowed Fountain. Sehr cool. 10 Mana. Jetzt klingelt wieder mein Wecker. Leute, jetzt gehe ich ganz, ganz schnell. Moment. Gleich wieder da. So, bin schon wieder da. ja, dann haben wir hier die Hallowed Fountain. Oh, das sehen wir schon. Ein Foil-Land. Auch nicht schlecht. Ja, 10 € wert waren wir früher 20 € wert, wo es die nur in Dissension gab. Ja, sehr geil. Hat mir noch gefehlt. Das war das einzigste von den Shock-Duels, wo mir noch gefehlt hat. Gerade eben habe ich es ja mal wieder gesagt. Die Karte fehlt mir noch. Ich habe sie gezogen. Vielleicht können wir es ja wieder voraussagen. Vielleicht ziehen wir jetzt einfach Raska. Wäre halt geil. Ja, Comments, Comments, Comments. Aber wenn ich die euch jedes Mal alle zeige, dann werdet ihr mal nicht fertig. Phantom General. Für 4 Mana 2-3 Kreatur. Kreaturen Tokens von mir plus 1 plus 1. Auch eine coole Karte. Celestia Keyrun. Hatten wir auch schon. Dann Nivix Guildmage für ein blaues und ein rotes, eine 2-2-Kreatur. Für 3 Mana kann man eine Karte ziehen, eine abwerfen. Und für 4 Mana kann man Instant oder Sorcery, den man kontrolliert, kopieren. Was heißt, den man gerade spielt? You control. Und man kann ein neues Ziel dafür wählen. Und Rytaneth Authority. 5 Mana, eine Verzauberung. Die Kreatur kriegt plus 1 plus 1 für jede Karte, die der Besitzer davon auf der Hand hat. Und am Anfang vom Zug zieht man. Moment.
At the beginning of the draw step of Enchanted Player draws an additional card. Ah, zieht einfach eine zusätzliche Karte. Gerade ein bisschen verlesen. So, jetzt haben wir noch 6 Booster. Jetzt haben wir die Hälfte aufgemacht. Sollte halt noch was Tolles dabei sein. Ne, da ist sicher keine Foil dabei. So, den wieder jetzt ist. Ja, den hatten wir gerade eben schon, den Minotaur Aggressor. Syncopate für ein blaues und ein X. Kann man Zauberspruch countern, wenn der Gegner nicht X bezahlt. Wenn er gecountert wird, kommt er nicht in den Friedhof, sondern wird exiled. Threshold Fiend für ein schwarzes und ein blaues. Kann man eine Karte vom Friedhof zurück auf die Hand bringen und dann wird Threshers Fiend exiled. Ui, dann haben wir hier als Rare Cyclonic Rift. Für 2 Mana kann man ein Nichtland permanent zurück auf die Hand vom Besitzer zurückbringen. Einen, den wir nicht kontrolliert, und für Overload-Kosten 7. Finde ich eine sehr, sehr coole Karte. Kann man mal zum Beispiel gerade in Highlander-Decks, wird ja auf jeden Fall gut sein, weil Highlander-Decks ja einfach langsam sind. Da kann man auch mal ein paar Sachen für 7 Mana spielen. Da ist die einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, sie ist auch 2-3 Euro wert. Dann haben wir hier Fairy Imposter für 1 blaues. Da hatten wir gestern schon 2 ins Fliegen, wenn er ins Spiel kommt. Wird er geopfert, wenn man nicht eine andere Kreatur, die man kontrolliert, auf die Hand zurückbringt. Azorius Justicare haben wir auch schon. Triad Militant haben wir auch schon. Und die Rare ist Guildfoyt. Pfui, Scheißdreck. Hatten wir gestern ja auch schon im Fatpack. Irgendwie fällt mir gerade auf, ich habe bisher ziemlich wenig Foils. Obwohl, gut, die Rare Foil und das Land, aber. Race Curse Fury hatten wir auch schon. Celestia Charm hatten wir, glaube ich, gestern auch schon. Ja. Azorius Charm, den hatten wir noch nicht. Für ein weißes und ein blaues. Kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, Lifelink. Oder man zieht eine Karte. Oder man tut eine angreifende, blockende Kreatur on top wieder von der Bibliothek. Und dann haben wir hier Slaughter Games. Für 4 Mana ein Sorcery. Kann nicht gecountert werden. Man sagt eine Nicht-Land-Karte. Man sucht vom Gegner seine Hand, seinen Friedhof und seine Bibliothek für eine beliebige Anzahl von diesen Karten und tut die dann exilen. Weiß nicht. Kann man spielen, wenn man will. Vielleicht für Building on a Budget oder so. Aber sonst, ich glaube, ich würde es ja nicht spielen. Goblin Rally. Für 5 Mana kriegt man 4 Goblin 1-1 Spielsteine. Auch ganz lustig. Golgari Decoy. Für 4 Mana 2-2 Kreaturen mit Scavenge und alle Kreaturen müssen ihn blocken. Dann Izzet. Staticaster für 3 Mana 0-3 Kreatur mit Eile und Flash. Und man kann einen Schaden auf eine Kreatur schießen und jede andere Kreatur mit dem gleichen Namen. Ganz lustiger Effekt. Man hat nichts. Der Gegner denkt, man hat nichts. Man spielt mit Flash und schießt mal Kreaturen von ihm um. Ui. Cool. Kraktos Return. Für ein schwarzes und ein rotes und X kann man X-Schaden auf den Gegner schießen. Der Gegner wirft dann X-Karten ab. Finde ich sehr, sehr cool. Ist, glaube ich, auch 6-7 Euro wert. Das war mittlerweile, glaube ich, die dritte Mystic. Sehen wir ja gleich nochmal. Ich zeige es euch gleich nochmal. Dann haben wir hier Dark Revenant für 4 Mana 2-2 Kreatur. Wenn der stirbt, muss man ihn on top von der Bibliothek legen. Ist es Charm? Hat mir auch noch nicht für ein blaues oder ein rotes. Wählt man entweder mal countert einen Nicht-Kreaturenzauber,
wenn der Gegner nicht 2 bezahlt. Oder man schießt 2 Schaden auf eine Kreatur. Oder man zieht 2 und werft dann 2 Karten ab. Doch, den haben wir doch schon. Rakdos Ringleader für 6 Mana, eine 1-3 Kreatur mit First Strike. Für ein schwarzes kann man ihn regenerieren. Und wenn der Spieler Schaden macht, wirft er eine Karte at random ab. Finde ich ein bisschen zu teuer. Ah, Collective Blessing. Freue ich mich, dass ich die Karte gezogen habe, weil ich die in mein Token-Deck reinbauen werde. Für 6 Mana Kreaturen, die man kontrolliert. +3/+3. Und gerade bei Tokens, die eh über die Masse kommen. Und dann kommt noch so eine Verzauberung, das ist einfach BAM. So, im letzten Booster vom ersten Part dürfte noch doch was Schönes drin sein. Ja. August Deed. Hatten wir schon. Blister Coil Rear hatten wir auch schon. Vitugasi Guildmage und Mana Bloom. Hätte besser sein können, aber ist okay. Für ein grünes und X kommt die mit dieses Enchantment mit X-Countern ins Spiel. Man kann einen Counter entfernen und Mana einer beliebigen Farbe machen. Kann man nur einmal pro Runde machen. Und wenn da keine Counter mehr drauf sind, kriegt man es auf die Hand zurück. So, dann haben wir hier nochmal meine... Ne, wir hatten nur 2 Mystics. Hier nochmal Haberquest, Loxodon, Thermida. Mana Bloom, Collective Blessing, Slaughter Games, Guildfoid, Cyclonic Rift, Righteousness Authority, Carnival, Hellsteed. Dann meine Rare Foil, Mercurial, Chemistar mit diesem kleinen Misprint. Yarad, Hallowed Fountain und Rakdos Return. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns einfach zu meinem zweiten Part. Sorry für den Feedback-Part gestern. Das war alles so ein bisschen, ja, überhastet, weil das Problem war, ich bin einfach, ich war den ganzen Tag unterwegs, weil ich ja, wie gesagt, Cobra fahren war. Ich kam um 5 heim, habe schnell das Feedback da aufgemacht, beziehungsweise anderen Videos gemacht und muss dann halt auch gleich wieder los. Und habe gedacht, ja gut, ich lade es jetzt gestern noch schnell hoch. Im Moment ist ja noch der Fatpack-Part am Uploaden. Es dauert halt eine Weile und ja, tut mir leid, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.